Wenn wir uns heute in Salzburg hier treffen, dann kann man sagen, wir haben in Silian bei der letzten Regierungsklausur 600 Millionen Euro in Aussicht gestellt, weil wir und weil ich auch haben will als Finanzminister, dass Sicherheit für das Gesundheitssystem gegeben ist, für eine hochqualitative Gesundheitsbetreuung für die Menschen in unserem Land. Aber, und das ist der zweite Punkt, den ich klar gemacht habe und den wir dann auch heute gemeinsam beschlossen haben, dass es auch Verantwortung der Kassen und des Gesundheitssystems selbst ist, so zu wirtschaften, dass es sich ausgeht, dass man ohne Einsparung oder Leistungskürzungen ordentlich wirtschaftet. Und deswegen habe ich in den letzten Monaten ja auch durchaus Kritik am Papier des Hauptverbandes durchschimmern lassen können, nicht in den Zahlen, aber in den Wünschen. Und ich erinnere, dass der Hauptverband, um die 600 Millionen Euro zu holen, einen Einsparungsvorschlag auf den Tisch gelegt hat, der geheißen hat 1,7 Milliarden Kostendämpfung und 900 Millionen noch einmal zusätzlich aus der öffentlichen Hand. Und die Einigung heute heißt, keine 900 Millionen Euro zusätzlich gegenüber den Beschlüssen von Silian zum Ersten und zum Zweiten die 1,7 Milliarden Euro, die der Bundeskanzler schon angesprochen hat, Kostendämpfung, wollen wir sehen. Erstmals werden wir 600 Millionen Euro, die 100 Millionen Euro Kassenstrukturfonds nur überweisen, wenn im Gegenzug in einem klaren Kostendämpfungsprogramm nachgewiesen wird, dass die Kostenreduktion da ist. Und der Pfad heißt für 2010 197 Millionen Euro Kostendämpfung, 2011 361 Millionen Euro. Er heißt für 2012 510 Millionen Euro, 2013 657 Millionen Euro. Er gibt 1,7 Milliarden.